Hast du noch Runen? Runen, ja, brauchst du die? Ja, das wäre super. Ja, dann gebe ich sie dir nicht. Okay, prima, da freue ich mich. Dankeschön. Nice, alles fürs Team, Erik. So, warte, dann mach ich mal ganz kurz, damit ich das nicht vergesse, mach ich mal den hier zwischendurch. So, 40 Kraft. Und darauf noch einen schönen Feuerball 1 oder 2. Wow, Feuerball 2 macht 85 Schaden. Holy shit. Ich habe gerade Feuerball 1 ausgerüstet, dann muss ja auch weg. Dann habe ich noch ewige Eisbolzen, aber ich glaube, ich muss die Feuerbälle erstmal verbraten. Okay, die Erde brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt ein bisschen Farmerde. So, Saatbeet. Erik, ich schicke dir mal was. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Können wir die Erde direkt auf den Boden packen, um da Beete anzulegen? Geht das? Weiß das jemand? Das würde mich interessieren. Oder müssen wir die Saatbeete bauen? Nein, geht nicht. Oh, shit. Okay, wir müssen also Saatbeete bauen. Naja, dann werden die Saatbeete. Was soll's? So. 30 Holz. Wir haben doch bestimmt noch mehr Holz. Schade eigentlich. Ich dachte, wir können auch Felder auf dem Boden machen. Vielleicht kann ich in den Boden reingraben. Jetzt schreiben Leute, das geht. Ihr könnt Felder auf dem Boden machen, aber für Setzlinge braucht ihr Saatbeete. Ah, verstehe. Die Saatbeete sind sowas. Sind auch so die Anzüchtdinger. Okay. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Lass es uns gemeinsam herausfinden. So. Tobi, wir brauchen wirklich. Wir müssen irgendwann unsere Scheißkisten sortieren. Für jedes Item gucke ich 10-mal durch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde das total comfy. Halbes Let's Play, aber nur damit verbringen. So, also kann ich die Set. Warum ist das so dunkel? Oh nein, wie das vor dem Fenster steht. Oh nein. Hallo, Erik. Ich bin zu Hause. Wo bin ich denn so schnell hin? Kannst du mir kurz heimleuchten hier drin mit der Fackel? Achso, ich bin dumm, ich habe die Beete noch gar nicht gebaut. Warte mal. Nice. So. Warte. Wo konnte man denn die Rucksäcke machen? Ich wollte uns Rucksäcke machen, aber ich weiß nicht, bei wem das geht. Ich glaube bei der Jägerin, aber ich weiß halt nicht, ob wir die schon freigeschaltet haben. Achso. Nee, haben wir glaube ich nicht, weil ich finde die hier nicht. Gut. Ich finde die hier nicht. Achso, kannst du mir kurz... Ich komme. Ja. So, ich würde die erstmal hier hinstellen, weil ich einfach nicht weiß, wie die aussehen. Wie Platz nehmen die an? Oh. Ja, danke schön. So, hier so, ne? Einfach hier so, mit ein bisschen Abstand. Oh. Warte. Erik, dein Beet ist pausiert. Ja, ist ja auch Buß- und Beettag. Bitte? Mist, ich sehe gar nicht, ob ich das so gut in Reihe hinstelle. Ne, es steht nämlich ein bisschen weiter nach hinten jetzt. Gibt es hier nicht so ein Gitternetz, wo man das irgendwie so, dass man das einigermaßen gescheiter hinbaut? Ja, doch, ich habe es ausgehabt. Ja, Tobi, das gibt es. Ich habe es einfach nur ausgehabt und gerade nicht dran gedacht. Ja. Nice. So, warte. Dann baue ich das nochmal ab hier gerade. So. Oh, das ist aber auch geil, wenn man die so macht, ist auch irgendwie geil. Da brauchen wir noch ein paar mehr, aber irgendwie ist cool. Warte, wo ist das letzte? Da unten. Jetzt kommt gleich Karl Lauterbach um die Ecke und wir haben hier alles voller Hanfpflanzen. Hanf. Hanf. Der gute Hanf. So, herstellen. Buschsetzling. Oh. 14 Rezepte. Busch. Tomaten, Erdbeer, Rüben. Ach so.
aus Erdbeere und Farmboden und Wasser kann ich dann Setzlinge herstellen. Okay, das ist aber schon ganz geil. Laubbaum. Indigo, Kamille. Cool. Das ist ja geil. Und dann machen wir von draußen noch Felder. Ich bin aber immer wieder überrascht, wie was in anderen Spielen so fällt, schmeißt was rein, wächst. Ja. So, und hier hast du so eine ganze Anzüchtfarm einfach. Das ist schon alles voll durchdacht und eingebaut. Und das ist voll geil. Ja, sehe ich genauso. Das ist schon cool. Krass. Die Entwickler haben einfach immer einen Schritt weiter schon gedacht. Das ist schon, ja. Wow, cool. Echt cool. Warum drücke ich immer E? Weil du ein Lauch bist, Tobi. Ich halte noch das Licht, weißt du? Ich halte das Licht noch dahin. Gute Nacht. Hä, was war das denn gerade? Hast du dein Helmet kaputt geschlagen? Wie aber auch wieder sauer ist der Tobi. Weißt du, dein Zorn, Tobi, der bringt ja noch Probleme mit sich. Siehst du mal, wozu du mich bringst? Oh nein, bitte nicht so rum. Dann starben wir beide am Fußende. Bah. Mauk an. So, ist auch schon morgens. Steht das gut so oder willst du das nochmal abbauen und nochmal hinstellen? Also ich habe eine schöne Aussicht nach draußen. Eigentlich eine geile Idee. Eigentlich nicht. Oh, ja, wir hätten Glühwürmchen sammeln können, scheiße. Oh. Ja, gut, die Nacht war ja eh schon rum gerade. Das war, ja. Ja, das, ja. Das ja, das, ja. Das, so, Harzfackel. Harzfackeln halten übrigens, Quatsch, Wachsfackeln halten länger übrigens, ne? War mir nicht so? Ja. Immer schön auf das A achten, ne? Harz oder Wachs? Achso. Wachs, bei Wachs immer schön aufs A achten, das so auf ja. Ja, die anderen halten nicht so lange. Die kristallisieren an der Weile. So, haben wir noch Pflanzenfasern? Klar haben wir noch Pflanzenfasern. Ich habe doch gestern welche gesammelt. Aber auch der Bruder vom Gottfaser, ne? Der Pflanzenfaser. Den Witz habe ich gestern schon gemacht mit Glasfaser, Tobi. Echt? Hä? Pflanzenfaser, Glasfaser, Gottfaser? Mein Gott, was für eine Familie. Ja. Krass, Alter, krass. So. Richtige Inzuchtfamilie. Zeig Wichsfackel. So. Das ist genau mein Humor. Warte mal, haben wir denn? Wir haben ja keine Pflanzenfasern mehr? Als ob. Habe ich die gestern alle verwurstet? Toll, Erik. Nee, wollte schon sagen. Hier sind sie doch. Oh, Gott sei Dank. Ah, nice. Jetzt hab ich vergessen, was ich damit machen wollte. Ah ja, das hier. Garn wollte ich erstmal damit machen. Handwerk, Garn. Ich wünsche, das wird XP geben für jedes Mal. So. Gleich wieder da. So. Jetzt so ein gegrilltes Fleisch. Oh ja, würde ich auch übelst feiern. Oh nein, das geht wieder los. Oh ja. Es geht wieder los. Was denn? Mit den Ankündigungen, was man jetzt alles essen könnte. Ja. Ich verstehe es natürlich. Was gab's denn beim Chat heute Leckeres zu essen? Macht mich mal ein bisschen geil. Oh nein. Ist das bei dir, wenn du den Chat nach dem Essen fragst, ist es bei dir dann auch so, dass die teilweise voll die krassen Gourmets machen, die man nur sonntags normal isst? Nee, bei mir ist immer trocken Knust und Salz und so, lese ich dann mal eher. Ja, heute habe ich wieder den Rindstein ausgeleckt, weil mein Sub so viel kostet bei dir, dass ich lieber auf Nahrung verzichte. Ja. So gut, also bei dir im Chat dürfen ja auch nur die Tier 3 Subs schreiben, ne? Die Whales, genau. Hier gerade wird Sushi verschlemmt, trockenes Brötchen, auch gut, Salz mit Pfeffer, ich esse Tortillas, japanisches Curry, Kartoffelsuppe. Tobi, hast du heute schon was gegessen? Ja, 3 Brötchen. Oh, ich habe 2 Brötchen gegessen. Mit was hast du drauf? Was war drauf bei dir?
Salami und, ja, darf man das sagen, Nutella? Darf man mal sagen, hä, hey, voll geil. Okay, ja, gut. Ja? Ich dachte, weil da ein Palmfett drin ist und dann ist ja sofort. Ach so. Tobias! Was hast du? Ja, kurz vor das Holzblech. Ich wusste genau, wenn wir die Bretter haben, dann schalten wir neue Rezepte frei. Das wird unser neues Bett, Tobi. Und veredelter Holzblock. Oh, hört, hört. Lukas, du kennst die Antwort darauf. Brauchst die gar nicht stellen. Ich muss mal ganz kurz eben gucken. Diese Frage stellt sich nicht. Hummer gefüllt mit Knödel. Was? Was? Okay, okay. Ich aß heute einen Bankdirektor gefüllt mit Kaviar. Mit Kaviar-Trüffeln. So. Okay. Okay, na gut, ja, ah, okay. GG. Salami und Nutella, hoffentlich nicht auf demselben Brötchen. Nein, natürlich nicht. Ach, und ich hatte noch eins mit Fleischsalat. Holzhocker, die kann man brauchen. Ich hatte zwei mit Fleisch, mit Dickfleischwurst, mit einer fetten Fleischwurstscheibe. Oh, das ist auch geil. Und dann einfach, Senf drauf. Nee, einfach nur Butter und Fleischwurst, mehr nicht. Nur das. Voll geil. Salat würde ich noch machen, geil. aber das mehr darf es nicht sein. Ja. Fühle ich auch sehr. So. Warte mal, welchen hatten wir? Wo ist denn der jetzt hier? Edelholz irgendwo. Grober Steinblock, getehrter Holzblock, grober Holzblock. Verwitterter Steinblock, veredelter Holzblock. Oh, das sieht aber elegant Fleischsalat aus. Mit oder ohne? Ja, natürlich, da gehören Gewürzgurken rein, sonst der schmeckt, das muss dazu. 15 Holzbretter und Holzscheite. Boah, Tobi, wir werden sehr viel Holz brauchen. Ich glaube, wir müssen. Okay. Ich glaube, wir müssen, da wo wir jetzt im Norden die Base haben, also wir haben ja keine Base da, aber da wo wir gebaut haben, da müssen wir alle Bäume mitnehmen irgendwann. Wieder und wieder, glaube ich. Kann man den Crafting Table mitnehmen und aufbauen irgendwo oder braucht man immer so ein Feuer? Man braucht immer ein Feuer, aber man kann Feuer. Wir haben doch dann Feuer. Ja, genau, wir brauchen nur Holz und Stein und wäre auch eine Idee. Und können einfach irgendwo kurz eine Werkbank hinstellen. Hätte ich vorhin machen können eigentlich. Kurz Werkbank hinstellen, alles reparieren, wieder abbauen. Ja, genau. Müssen wir ausprobieren, mal gucken. So. Wollte ich noch irgendwas upgraden? Habe ich. Dann packe ich mal ganz kurz eben. Einfach stehen lassen? Nee, lohnt sich nicht. Nehmen wir lieber mitnehmen und woanders nochmal aufbauen. Hirte des Donners. Den kann ich, glaube ich, zerlegen. Ich muss meinen Scheiß irgendwo ablegen. Ne. Bleibe ich bei dem, was ich habe. Ich habe noch einen Säurespalter, aber der ist eigentlich auch kacke. 26 Schaden. Tobi, willst du die mal angucken? Ist eine Waffe. Warte. Ja. Wer? Hier. Wer ist es? Da. Ah. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, vorhin meinte jemand, die sind ziemlich nice, wenn man die hat. Okay. Von denen. Kannst du mal gucken. Nahkampf. Dankeschön. Nahkampf ist ja eher deins. Warte. 27, was habe ich denn momentan für ein Höschen? 26, kann man die denn, 10? Auch Frage an den Chat, kann man die Akimbo tragen, wenn man zwei davon hat, so wie die Viecher es auch machen? Danke Chat, dankeschön. Sieht man gar nicht. Ja. Hast du noch eins von den Dingern? Nee, das ist die einzige. Aber man kann nur eine nehmen. Okay, schade. Ich dachte, man könnte die doppelt tragen. Das wäre natürlich geil. Ja, das wäre echt geil. Würde ich bei dir auch sehen. So richtig Berserker-mäßig. Schade, wäre geil, wenn das gehen würde. 19 Kraft, 15 Kraft. Aber der ist schon okay, der ist schon komplett in Dingens. Das heißt, ich kann ihn zerlegen. Die heulende Klinge zerlege ich jetzt auch mal, weil die werden wir nicht mehr brauchen. Obwohl die echt nice aussieht eigentlich. Ich will die fast behalten. Muss ich immer die heulende Truhe bei Sea of Thieves denken. Oh, das war so lustig. Wie immer das Schiff vollgelaufen ist. Ja, das war so geil. Oh, das war cool. Auch schon ewig nicht mehr gespielt. Soll wohl ziemlich geil sein mittlerweile. Es gibt mittlerweile so einen Modus, wo du nicht gegen andere unterwegs sein musst. Also so eine Lobby ist das. Oh, ja, das wäre auch mal ganz geil.
Einfach zum weil du hast halt immer irgendwelche Abfucker, hast du halt immer dabei, so, ne? Hatten wir ja damals auch. Ja, ja, klar. Oh, da fällt mir ein, wo ich den Honig gerade einsortiere. Ich wollte noch was schauen. Wie kocht man bei dem Game? Nicht spoilern, bitte. Wie können wir hier kochen? Soll ich dich mal zum Kochen bringen? Deine Rüstung sieht lächerlich aus. What the Memme, ey. Okay, Energie, Maiskolben, 5 Minuten Ausdauerregeneration, das wollte ich nämlich mal machen. Kondition, Kamillentee, können wir Kondition machen für eine halbe Stunde. Plus 5 Gesundheitswiederherstellung, eigentlich geil. Wir sollten Kamille anbauen. Ja, wir müssen Sachen anbauen. Hast du die Runen, ne? Noch? Ja, warte, ich geb dir mal eben. Ist ein Runing-Gag. Oh, bin sehr schlau. Ich habe Stapel geteilt. So. Dankeschön. 150 Feuersteinpfeile, Dankeschön. Hab ich gar nicht bemerkt. Hat sich einfach in mein Inventar gesneakt. So. Das sagt er immer. So. Ist mir einfach aus Tobis Tasche in meine gefallen. Waren das deine Pfeile oder hast du mir die rübergeschoben? Nee, ich hab 300 gemacht und halbe halt. Okay, ja, geil. Geiler Typ. Das macht im Team Erik, ne? Also ich hab 300 gemacht und behalten, jetzt habe ich 150. Cool, danke Erik. Schön, das ist total nett von dir. Warte jetzt. Schön. Warte, ich hol mal kurz die Kamille raus. Warte, ich will mal was probieren. Was brauche ich dafür? Okay. Dann mache ich hier auf jeden Fall vielleicht noch ein paar von. Rezept durchsuchen und dann will ich gerne Kamillesetzlinge machen. Ein Wasser, ein Kamille. Oh, jetzt brauchen wir Wasser. Ich habe ehrlich gesagt Wasser irgendwann angefangen wegzuschmeißen. Ich habe 8. Wie viel brauchst du denn? Reicht, glaube ich. Soll ich dir die geben? Ja, gerne. Kannst aber gerne nochmal durch die Kisten suchen, ob du noch was findest. Das wäre super nice. Ja, dann ich gucke mal. Ich gehe schon mal gucken, wie das hier funktioniert. Funktioniert. Kamille. Ach so, ich muss ja erstmal. Ah, okay, dann tue ich hier was, Kamille rein. Und das Wasser. 7,5 Minuten für einen Setzling. Oh, ich habe noch 37 Wasser gefunden. Brauchst du noch? Warte. Hä, wie geil, das wächst ja wirklich. Achso, ist animiert. Das wächst immer nach. Okay. Warte. Ja, gerne. Ich komm mal eben. Achso. Hallo. Die Waffe sieht geil aus. Erinnert mich voll an WoW. Dankeschön. Wir haben auch einen Brunnen hier irgendwo. Aber kommt da Wasser raus? Ja, man kann Wasser sammeln da drin, ja. Oh. Kann man den abbauen und mitnehmen? Nee, ne? Ich frag für einen Freund. Okay. Aber Memo hat das gerade geschrieben. Hier nebenan in dem Dorf wohl irgendwie ist ein Brunnen. Ah. Ich hab da auch schon mal Wasser gesammelt. Also das ja, super, gut. Super gut. Hast du das Trockengestell schon gebaut? Ja, bei der Jägerin im Haus. Da stehen 2 Stück. Ah, okay. Aber dann müssten wir eigentlich die Dings haben. Die Rucksäcke, aber wir haben sie nicht. Hä? Ich habe noch nichts getrocknet. Wir brauchen. Ah, wir müssen Dingens machen. Wir müssen Leder trocknen da erstmal. Dann können wir das, glaube ich, machen. Ah. So, Wasser und Flachs. Kann ich hier einen von runternehmen? Ich kann nur halbieren irgendwie, ne? Schnelle Bewegung. Kann ich das nicht? Okay. Kann ich hier nicht irgendwie? Ich kann Stapel teilen, glaube ich, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht wie. Stapel teilen. Ja, okay, das ist echt ein bisschen low.
So. Das fehlt noch ein bisschen. Okay, nicht genug Materialien. Ja, hier rein. Flachs. Flachs machen wir auch mal. Und dann machen wir noch mal Indigo. Haben wir 9 Stück von Indigo auswählen. Oh, dafür brauchen wir noch Farmboden. Okay. Müsste ich gleich noch mal holen. Und dann noch eine Rübe. Ich habe nur eine Rübe, Tobi. Aber da geht zu viel rein. In meine Rübe. So, mach ich da mal Wasser rein. Achso, das braucht nur Farmboden. Okay, wild. Hol ich mal kurz Farmboden. So. Gut. Nehme ich mal den hier mit. So. Stapel teilen. Was ich nice finde, dass man bei den bei diesen Tischen die Sachen da reinpacken kann, sodass man da wie so ein extra Inventar hat. Ja, das ist echt ganz cool. Das finde ich echt nice. Das stimmt. Und dann kommt es auch mal da drin wieder raus. Ja. So, Indigo, okay. Rübe, okay. Oh, da war wirklich 2 Wasser. Dann packe ich. Mal so. Das müsste gehen. So. Gut, dann haben wir ja, dann bauen wir gerade da an und dann können wir bald Felder bauen, glaube ich, wo die Sachen dann eingepflanzt werden. Das ist irgendwie schon sehr cool, aber natürlich auch, wird ein bisschen umständlich alles. Ich rieche Micromanagement. Wahr? Ja, das wird bestimmt ein bisschen. So, geil. Holzbretter laufen auch. Die Holzbretter. Trocknest du gerade im Jägerhaus zufälligerweise Sachen? Ich hab da mal ein bisschen was reingepackt, damit wir Rucksäcke machen können, Erik. Voll geil. Wollte ich auch mal. Ich guck mir das mal an. Ja, nice. Brauchst du noch Wasser? Oh nein, Salz. Wir haben so wenig Salz nur. Nein, ja, oh Gott. Nee, Wasser habe ich. Alles gut. Okay. Ich würde nur gern selber einen Brunnen bauen. Wie viele können denn Shorter eigentlich im Koop spielen oder muss es ein eigener Server sein? Gute Frage, Lynn. Sollen wir wieder einen Mod-Server aufsetzen? Gute Frage, wie viel können Enshrouded eigentlich spielen? Im Koop? Waren das nicht sogar 15 oder sogar 20 Leute? Das waren ein paar. Da ist eine Menge. 16, ja. Oh. Wohl. Das ist schon Menge. Was. Ja. Ah. 16 Peoples. So. Ich würde, glaube ich, warten, bis wir die Rucksäcke haben, oder? Bevor wir losziehen. Ja, ich würde schon mal gucken, dass wir die machen können. Ist da schon ein bisschen was übrig? Fertig? Oh, Ja, Entschuldigung. Oh. Geil, kleiner Rucksack. Ja. Guck mal, geil, wo ist die Jägerin? Ach, komm zu mir. Ja, mach den kleinen Rucksack. Mach den Rucksack. Frau. Oh, eine Frau. Normaler Gamer. Ja, tut mir leid. So. Warte. Hä, wo ist, bin ich jetzt blöd? Ach, hier. Was bringt das? 8 Slots. Wow. Das ist voll geil. Aber haben wir noch Garn irgendwo? Ich hab bloß viel Garn gemacht. Da, Garn. Ja, warte mal. Hast du? Ich hab sonst auch dabei. Ach so, ich hab sehr viel Garn. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Ist fast okay, Tobi, ich muss dir den erstmal geben. Wir brauchen noch 4. Die brauchen 4 Fälle für ein Ding. Ich hab den gerade mal gegeben. Oh. Dann warte ich mal kurz. Miau. Boah, 8 Slots, geil. 8 Slots? Was? Tobi, was ist mit dir los? Oh, Braun. Ich habe das sehr englisch ausgesprochen, ja? Okay, verstehe. Was denkst du denn gleich wieder von mir, Erik? Weiß ich nicht, Tobi. Das Richtige. Ein kleiner Ferkelmann. Das Richtige. So. I'm a Scouser from Liverpool, ha? Huh? Look at my 8 sluts. I filled them each. Nice. Grüße geht raus an die Monetarisierung auf YouTube. Hallo. You are very English, guys. Wir können jetzt einen Holzeimer machen als dekoratives Objekt. Das ist aber. Toilette wäre nice. Geil. Toilette geht. Oh, Alter, die Regale. Was ist denn das? Großer polierter Holzschrank. Holy shit.
Wie gut sehen die denn aus? Das wird aber für unsere Bude. Die sind mir eigentlich ziemlich regal. Kunstvolle Holz. Wow. Oh. Wow. Diverses Holz. Oh, wir können dekorativen Holzkisten jetzt basteln. Das ist gut. Dekorativ? Die sind nur, ja, die sind aber so, das sind wie die draußen. Die stehen aber nur so rum. Ah, okay. Sieht aber gut aus. Kann man aufeinander stapeln. Zumindest draußen können die aufeinander gestapelt werden. Wie so ein Beamter oder was? Beamter, ja. Beim Rauchen? Ja, steht aber, ja, nur so rum. Genau, okay. So. Oh, polierte, cool. Holzbank. Elegant, ja. Oh, polierter Holzthron. Geil. Oh, kunstvolles Holzbett, geil. Ach ja, hatten wir nicht den geilen Gleiter, wollten wir noch machen, ne? Den fortgeschrittenen, ne? Dafür brauchen wir Leinen, dafür brauchten wir Flachs. Flachs bauen wir gerade erst an. Okay. Mittelgroße magische Truhe, oh shit. Na gut, wir gucken mal. Aber ich finde die kleinen magischen Truhe auch ganz praktisch. Vor allen Dingen, wenn man pro Truhe nur ein Item rein... Ich finde es geil, wenn man pro Truhe ein Item hat. Weil wenn man davor steht, kann man gucken, was drin ist. Das ist viel praktischer. Dann weiß ich, okay, hier sind zum Beispiel nur... Oder hier sind so die Bauelemente drin. Oder hier ist jetzt nur Dingens drin. Also, ich glaube, ich fände es besser, pro Truhe ein Item zu haben. Oder halt drei, ne? Ich glaube, drei werden aber gepreviewt. Ja, drei würden auch gehen. Aber gut, ich meine, aber eigentlich, also Platz wird jetzt nicht das Problem sein da unten, ne? Ja. Ja, das meine ich ja. Alles mit blauen Truhen ausstopfen und dann einfach pro Truhe ein Item, was man usen kann. Manche Items kann man auch aus der Truhe nicht usen, die muss man holen, wie Bau-Items. Die kann man separat nochmal irgendwo hinpacken. Das geht auch. Oder wir machen ein Baumeisterhaus oder so, keine Ahnung. Oder packen die beim Schreiner rein. Ja. So, ich warte noch kurz auf meinen Rucksack, ne? Ja. Saatbeete, ja, haben wir gemacht. Farmboden muss ich ausprobieren, dass ich Felder baue. Hätte ich auch Bock drauf. Feuerball 2 könnten wir machen aus Bernstein und Teer. Teer haben wir auch. Harz ist halt immer... Oh, Harzfarm ist so nervig. Gibt aber 20 Feuerbälle, also eigentlich geil. Miasma-Seele. Geister-Magier-Stab. Oh. Ich wollte noch hier gucken. Ich wollte noch hier gucken, dass ich mir ein Magier-Set zusammenstelle aus den Rüstungen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht genau. 80 alte Bücher geben eine Büchersammlung? Was? 80 alte Bücher? Was? Und dafür kriegst du gerade mal 4 Bücher, die, also optisch nur 4 Bücher? Was? What the fuck? Da mach doch 10 draus. Boah, Junge. Ja, okay. Ich guck doch mal hier, Erik, irgendwas. Ja, was denn? Ich hatte so einen Kumpel, der hat in der kleinen Hütte relativ am Eingang hier gewohnt. Das war so wie so ein Pförtner. Was mit dem passiert? Welcher Kumpel? Hier, der hatte hier sein Pförtnerhütchen gehabt. Der ist, wo ist der? Wo ist der hin? Wo der hin ist? Weg. Umgezogen, Tobi. Er ist umgezogen. Er musste dem Großbauprojekt weichen. Ich sehe schon. Nun. Hat seine Miete nicht bezahlt, was soll ich da machen? Er hieß Balthasar und er wohnt jetzt in einer Kiste. Okay. Immerhin 4 Wände, man kann sich nicht beschweren. Manchen Leuten ist es aber nie genug. So, ich habe mal eine Frage, wir haben Erz gefunden, ne? Ja. Ach, jetzt? Jetzt können wir Kreissägeblätter herstellen. Okay, interessant. Aber mit dem Erz... Können wir das Erz nicht einschmelzen? Ich finde dafür nichts. Nee, das ist hier bei Rezepte. Wir können nur Metallplatten bis jetzt machen. Ich glaube, wir müssen die Quests von ihm machen. Kann das sein? Ja, das kann sein. Vielleicht... Ja, vielleicht müssen wir... Oh, der hat aber auch ein paar strongen Nipples, wa?
Junge, 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 warum ist der so rot? Ich sehe es gar nicht bei seinem Sonnenbrand irgendwie. Der steht die ganze Zeit in der Sonne. Ist doch kein Wunder. Er ist schon ziemlich rot, der Gute. Ja, ja, der muss ja auf jeden Fall mal, nimm mal Sonnenschutzfaktor 50. Die Haut altert doch schnell. Der ist erst 20, der Junge. Ah, naja. Der Arme. Das Mittelalter, was soll ich euch sagen?